Headline, was ich vortragen möchte, das habe ich erst vor kurzem aus dem Internet rausgeholt. Es geht um das Heldentum. Er kniet sich nieder vor dem Kinde, er spricht ein mildes, freundlich Wort, er wischt ihm Tränen von den Wangen und pustet seinen Schmerzen fort. Er kniet sich nieder vor der Greisin, er bindet ihr den offenen Schuh, er reicht ihr den entfallenen Gehstock und hört ihr dann geduldig zu. Er kniet am Bett des kranken Freundes, er hält dem Elenden die Hand, er leiht ihm seines Armes Stärke, da dieser keine Kraft mehr fand. Er kniet sich vor seinem schönen Mädchen, er kniet vor seinem schönen Mädchen, er nennt sie Herrin und auch sein und legt die Welt ihr stumm zu Füßen und will auf ewig treu ihr sein. Er kniet zu Füßen seiner Mutter, er hält sich, wenn sie Äpfel schält. Sie lächelt und greift in die Schüssel, denn sie verzeiht, wenn einer fehlt. Er kniet jedoch nicht vor Tyrannen, er hebt stattdessen stolz sein Haupt und er trotzt dem, der ihn sucht zu knechten und dem, der seine Freiheit raubt. Er kniet nicht vor dem Lügenworte, er kniet auch nicht vor falschem Recht, er unterwirft sich nicht dem Feinde, nein, sein Heldentum ist echt.